ist Freitag. Heute habe ich ja meinen freien Tag. Heute habe ich erstmal schön ausgeschlafen. Die Kleine habe ich jetzt heute noch mal zu Hause gelassen. Da ist sie, genau. Und ich war nämlich bei Kik und habe der Jasmin für ihre Babyborn. Weil jedes Mal, wenn ich mit Jasmin bei Kik war, dann hatte die immer so Schüchen. Ich muss sie erst zeigen. Jedes Mal diese Schüchen, ne? 5 €, 4,90 €. Ne? Jetzt habe ich gedacht, weißt du was, komm, jetzt bist du bei Kik, jetzt bringst du Lady mit. Bitte schön. Musst du auch die Zettel abschneiden. So, dann habe ich mir noch Bettwäsche geholt bei Kik. Hier. Baumwoll-Bettwäsche habe ich mitgenommen. Die kam jetzt 14,90 €. Ich fand die irgendwie total schön. Ich hatte nämlich mal bei Roller geguckt. Und bei Roller gefiel mir aber irgendwie diese Motive nicht an Bettwäsche. Ich habe auch mal online geguckt, war nicht so das Wahre. Habe ich jetzt 2 Stück. Aber ich habe nämlich mal aussortiert bei mir im Schrank. Da ist einiges, was ich von weggeschmissen habe. Dann habe ich noch ein Bettlaken geholt, 1,40 mal 2 Meter. Meine Kinder haben ja auch alle 1,40 mal 2 Meter Betten. Genau, habe ich Bettwäsche geholt. Dann habe ich nochmal Bettwäsche geholt und ich hatte noch ein großes. Bin ich jetzt blind? Ob ihr noch ein großes Bettlaken gehabt? Haben wir jetzt ein Bettlaken bei Kik liegen lassen? Das ist ich, Nicole. Du warst da einkaufen. Da muss ich wieder nach Kik gehen. Ja, viel Spaß. Ich bleibe jetzt hier mal kaputt. Ich hab keinen Bock mehr. Es ist so arschkalt draußen, Mann. Ich bin froh, wenn der Frühling anfängt. Ich falle jetzt bestimmt nicht mehr rein. Ja, muss ich ja. Ich brauche den Kram ja. Ich war ja nicht da. Ja. Und Jasmin geht ja nur noch bis zu den Sommerferien in den Kindergarten und wollen hoffen, dass wir bis da das Freundebuch noch fertig bekommen. Ich habe ihr nämlich ein Freundebuch gekauft, weil ich finde das eine schöne Erinnerung, die Kinder sich da alle eintragen. Ich hoffe nicht, dass es verloren geht, weil ich habe nämlich die Erfahrung mit meinen anderen Kindern, ja, sind die Bücher dann leider abhanden gekommen, ja, und hatte überall rumtelefoniert. Keins der Eltern hatte diese Bücher, ne, und ich fand das dann schade. Dann habe ich mir wieder ein neues zugelegt, damals bei den Kindern. Ja, und jetzt habe ich gedacht, das kam jetzt, wie teuer war das, Robert? Weiß nicht mehr, ne? Hier so mit einem Paillettenstern dran. Genau. Nehmen wir das mal, wenn sie Montag in den Kindergarten geht, mit schönen Namen und alles draufschreiben. Und dann werde ich aber auch diesmal richtig aufpassen, dass das nicht wieder abhanden kommt. So, ich habe es echt nicht mitgenommen. Hier liegt das. Ja, weil wir hiervon haben, nämlich auch 1,40 mal 2 Meter. Was war das denn? Genau hier. Dann habe ich das 1,40 mal 2 Meter genommen und das habe ich dann da liegen lassen. Na gut, nehme ich mir das dann jetzt mit. So, bin jetzt hier oben, werde jetzt die Bettwäsche jetzt in die Waschmaschine schmeißen. Auf jeden Fall muss ich sagen, mir gefällt das Muster, ich finde es was schön. Oh, so. Kopfkissen sieht auch so aus. Also für 14,90 €. 100% Baumwolle ist das super. Ich schlafe in so Material echt total gerne. So, dann würde ich das jetzt mal in die Maschine hier reinschmeißen. Und dann muss ich jetzt noch, ob ich einfach hier auf dem Wäscheständer die Wäsche jetzt noch aufhängen zum Trocknen. So, und dann bin ich froh, wenn wir uns den Wohnwagen wiederholen, weil ich habe dann nämlich alles voller Handtücher. Die können nämlich alle in den Wohnwagen. Mal gucken, ob wir jetzt am Wochenende den eben holen fahren, den Wohnwagen. Dann haben wir den nämlich wieder da, weil wir wollen nämlich was an der Fensterseite an der Küche. Jetzt nicht mordsviel viel verändern, aber ich hätte gerne da auch so ein Plissé. So ein Plissé. Mal gucken, ob man das irgendwie dran machen kann. Und ich suche noch was. So eine Pflanze, so eine Dekopflanze mit so einer Vase unten dran. Ich bin da irgendwas am Suchen. Ich habe das nämlich mal beim anderen Wohnwagen gesehen, von innen, von der Einrichtung. Ich fand sowas total süß und sowas dann an der Wand hängen, am Wohnzimmer. Hab
Klar, da mache ich jetzt nichts Echtes rein. Irgendwas Künstliches kommt da rein, ne? Ich finde es ja schön, sowas dekorieren und so, ne? Der Robert, der kriegt schon wieder die Krise. Nicole und ihr Deko waren wieder. Ja, genau, da suche ich irgendwas. So, die Wäsche hängt. Ist mir jetzt auch egal, wie die hängt. Ich mache da jetzt kein Fass von auf. Total egal. Trocknet jetzt von ganz alleine und wieder die hängt. Auch hier jetzt die Decke. Egal. Hauptsache, ich bin fertig mit der Arbeit. So, ich bin hier oben bei Jasmin im Bett und habe jetzt dieses Wandsticker hier dran gemacht. Ah, ist echt schön geworden. Also 1 Euro, das ist okay. Sieht total süß aus. Sieht so aus, auch ein schlafendes Einhorn. Passt genau hier in Jasmins Bett. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Das fährt jetzt gerade. Wenn ich jetzt Robert jetzt wieder hier oben hätte, ne? Nee, dann fährt ich ihn. Nein, Quatsch. Nein, ist gut. Jo, Jasmin weiß da noch nichts von. Wird ihr dann sehen, wenn es heute Abend ins Bettchen geht. So, dann gehe ich mal wieder nach unten. Tannenbaum steht immer noch da. Lassen wir jetzt stehen bis dieses Jahr Weihnachten und dann gucken wir mal weiter. Und ja, wir müssen immer noch einen Briefkasten machen. Haben wir irgendwie noch nicht auf der Kette gekriegt, aber das kriegen wir noch hin. Genau, das ist schon alles schick geworden. Ist das hier. Deswegen habe ich jetzt hier den Korb für ein Fenster jetzt hier oben hingemacht. Der soll ja normalerweise eigentlich ja wieder hier hin, wo der Tannenbaum ist. Na gut, jetzt steht der hier oben drauf. Jo. Ups, ist denn da runtergefallen? Der Notenständer vom Playmobil. So. Das ist auch ein Riesenaffi. Den habe ich mal von meiner Freundin geschenkt bekommen. Der nimmt hier alles ein immer. Dann hat er erstmal eine Tochter, meine Große. Jetzt hat Jasmin den. Der nimmt echt verdammt viel Platz weg. Aber zum Wegschmeißen ist der Affe einfach zu schade. Deswegen bleibt der bei uns. Das ist noch von Slakaren. Dann machen wir mal wieder hier hin. So. Ja, hier spielt ihr auch mal gerne dran. An das Häuschen hat die Lisa ja Jasmin vermacht, ne? Jo. Also wenn man eine kleinere Schwester hat, dann kann man dann sowas vermachen. Das andere haben wir erstmal eingepackt. Jasmin hat unten ja noch Playmobil, also unten im teilweise Wohnzimmer und bei uns im Flur. Und dann haben wir gedacht, das muss dann nach oben, weil es ist sonst einfach zu viel Kleinteile auch. Und Playmobil ist jetzt in der Garage gekommen. Wenn Jasmin dann was älter ist, dann würden wir das dann mal alles wieder auch aufbauen. So, dann gehe ich jetzt mal wieder nach unten. So, wir machen jetzt hier unser Essen. Ein Ei ist schon hier drin. Robert stimmt die Kartoffeln. Und ich mache hier das Ei. Mann! Wolltest du machen, das? Ja, das wollte ich machen. Das ist dir auch gelungen. Langsam. Mhm. Wir haben noch ein paar, ja? So, wir machen mal hier unser Essen fertig. So, der Kartoffelsalat ist fertig. Der ist noch so leicht lauwarm. Voll köstlich ist der. Ist einfach nur diese Mayonnaise, nicht Lubert Mayonnaise, einfach diese Mayonnaise von Miracle Whip. Dann hier Remoulade, ein bisschen Gurkenwasser. Und einfach minimal Pfeffer, Salz, fertig. Kartoffeln, klar, und jede Menge Eier. So, und jetzt mal lecker essen. Boah, schaut mal, wie lecker. Das werde ich jetzt essen. Mein Würstchen drin und dann hier diese Röstzwiebeln. Dann hier Kartoffelsalat, lecker. So, guten Appetit. Das sage ich jetzt zu mir selber. So, ist mir gerade aufgefallen. Und Jasmin hat von der Babybonnie Schuhe auch hier hingestellt. Robert stellt seine Schuhe nämlich mal dahin.
Und jetzt hatte die Babyborn da eingestellt. Da musste ich erst mal lachen, wo ich das gesehen habe. Voll süß. Ach nee, niedlich. So, Jasmin geht jetzt baden. Habe ich ihr zwei so kleine Tupperschüsseln gegeben. Dann kann die hier dann den Glibbi-Schleim testen. So. So, Jasmin, dann kannst du jetzt reingehen. So, so sieht das aus. Matschi, matschi. Das geht jetzt mal wieder zurück zu Jasmin. Meine Süße. Ich hab versagt. Vielleicht können wir da helfen. Zwei kleine Helden wie wir? Ja, ja, na klar. Das könnt ihr. So, ihr Lieben, guck mal. Ich habe hier Gouda-Käse. Vorhin saß mein Kater da im Karton und hat mich schon die ganze Zeit komisch angeguckt mit dem Käse. Das hättest du wohl gerne, das Stück hier, hä? Hm? Der liebt nämlich Gouda-Käse, also Mittelalten, unheimlich. Soll ich dir das in kleine Stückchen schneiden, Nemo? Ja? Sag mal ja. Ja, genau. So, Nemo bekommt Käse. Toll. Ja. Ja, lecker, lecker. So, ihr Lieben, ich werde das Video jetzt beenden. Und hier sind meine Stücke Käse. Der Nemo hat ja gerade schon großzügig was abgekriegt. Wenn ich mir da immer Käse kriege, guckt der mich echt immer doof an. Ich sage, gibst du mir auch ein Stück? So. Ja, ihr guckt jetzt schon wieder. Nee, jetzt ist Feierabend, ne? Nicht zu viel. So, ich habe mir noch einen leckeren Innerruhrtee gemacht. Und, wo sind jetzt mal Teile? Hier, hier. Und hier. Hier sind die Füßchen. Und mein Käse. Ich gehe jetzt zum Robert. Willst du auch Käse? Nee, du magst ja keinen Käse, ne? Hier, meine Massagefüße. Für meinen Kopf. So. Und hier ist das Massageding. Ne, Robert? Du kannst die Füße jetzt wieder dran machen. Ja, ich freue mich schon unfassbar. Genau. Mama, ja. Kann ich was Süßes? Ja, kannst du gleich. Nee, nee. Ich hab schon Zähne geputzt. Ach, sie ist ja voll vergessen, du hast schon Zähne geputzt. Ja. Mhm. Geh gleich ins Bett. Mama, nur was Kleines. Ja, genau. Du mit deinem was Kleines. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ach, Papa. Papa, bitte. Ja, eine Kleinigkeit. Du musst aber noch mal Zähne putzen, ne? Ja, genau. Sonst kommen Karies und Baktus. Ja. 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 Genau. Und dann geht's ins Bett. So, ich krieg jetzt meinen Kopf massiert. 10 Minuten jede Seite. Ruhe freut sich immer. Deswegen, ich werde das Video jetzt beenden. Like nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und abonnieren nicht vergessen. Danke, okay, tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Da geht's bestimmt wieder weiter. Mama, das fällt dann rein. Im neuen Video, so.